Wir jetzt mit dem Gesichtschirurgen Florian Kubicek. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn schön an einem Gesicht? Natürlich liegt die Schönheit irgendwo im Auge. Löwen sind alle schon Richtung München, denn dort ist heute großes Kolloquium der deutschsprachigen Zoopädagogen um 13.30 Uhr. Ist ein tatsächlicher Termin. Was mich wundert, dass die Löwen da hingehen, obwohl das ja deutschsprachige Zoologen oder Zoopädagogen eigentlich darauf schließen lässt, dass sie nur mit einheimischen Tieren reden können. Ja. Kommen wir jetzt trotzdem zu den Pumen. Zeigen wir jetzt wirklich Tiere? Ein Puma, neun Pumen. Eine Ben Pizza, zwei Strickles. Pizzas. Mein Gott, wie kommen wir jetzt zu unserem Thema? Also, René Strickler, der hat 9 Miezekatzen genannt, 9 Pumas oder Pumen, wie auch immer. Es gab einen kleinen dazu. Und zurzeit sind sie im Zirkus Krone in München. Was da alle in München los ist, unglaublich. Und seit kurzem haben sie so einen kleinen Puma mehr. Genau. Für viele Menschen. Ja. Matthias Matthes. Pflichtlektüre. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke. Matthias Matthes. Pflichtlektüre. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke. Und die wird dann halt auf so eine kindische Art und Weise ausgelebt. Begegnung, ja. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt natürlich schon alle anderen Star kennenlernt, diese Faszination fast so ein bisschen bröckelt. Also der Götze ist vielleicht erst dann wirklich ein Götze, wenn er unantastbar ist. Warum brauchen wir Menschen denn Stars? Also das versuchen, lieben Gott. Und dann habe ich gemerkt, dass er mir eigentlich nur bis zur Brust geht. Dass er ein ziemlich kleiner Mann ist. Und es war auf jeden Fall bizarr, diese Begegnung. Ja? Obwohl ich zu dem Zeitpunkt natürlich schon allerhand wusste über die Industrie. Das zumindest behauptet Matthias Matthusek, Autor vom Spiegel, heute bei uns zu Gast. Schönen guten Morgen. Was muss man denn für Voraussetzungen haben, um so ein Modell? Matthias Matthusek, Autor vom Spiegel, heute bei uns zu Gast. Schönen guten Morgen. Was muss man denn für Voraussetzungen haben, um so ein Modell? Doch, jetzt wird es zu einer Gitarre, liebe Zuschauer. Denn jetzt kommen wir zum Morningstar. Cindy Schad tritt gleich bei uns auf und sie singt von R. Kelly ein wundervolles Lied. 25 Jahre und schon verheiratet, aber alles andere verraten wir Ihnen gleich. I believe ja. Ja, jetzt machen wir es uns wieder ein bisschen gemütlich, liebe Zuschauer. Keine Zeit zum Essen, keine Zeit zum Möbel kaufen, kein Problem. In Bottrop, da gibt es jetzt was für Sie. Ja. Dann packen wir doch mal beides zusammen. Schön essen und das, was man sieht, einfach mitnehmen nach Hause. Ersteres zum Verzehr, das zweite dann, wie gesagt, fürs Daheim. Schau mal, ihr seid ans Frühstücksfernsehen. Wunderschönen guten Morgen, kurz nach 19:30. Wir machen einen kleinen Ausflug. Tja, nach Berlin, in die Hauptstadt des Verbrechens, zumindest für Karl-Peter Steinmann, ist das so, denn er kennt sie alle, die Mörder und Ganoven. Ja, und wen sie jetzt ein bisschen gruselt und wer Spaß daran hat am Gruseln, der kommt jetzt.